Großartig. Wie kamen Sie mit den Aufgaben zurecht? Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Revelio. Lazio. Na bitte, Sie lernen schnell. Was machst du denn hier draußen? Dich zu einem Akio-Duell herausfordern. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst, außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ein Akio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen, ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also? Ich bin dabei. Legen wir los. Super. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Ein Kinderspiel. Akio. Akio. Aus dem Handgelenk. Übertriff das mal. Das war ja unglaublich. Unentschieden. Immerhin nicht verloren. Haha, wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch eine Runde? Ich bin jederzeit bereit. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Akio.
Übertriff das mal. Akio. Das war ja unglaublich. Akio. Ein Kinderspiel. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Akio. Akio. Gut, du hast mich besiegt. Protego! Du hattest nur Glück. Komm schon, Leander. Jetzt sei doch nicht so. Also schön. Du bist gut. Zumindest besser als ich. Ich sage den anderen, dass du weiterspielen kannst. Den anderen? Ich habe 7-mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Akio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Kopf hoch, Leander. Üb weiter, dann wärst du auch besser. Du hast wohl recht. Ich werde den anderen sagen, dass du die Probe bestanden hast.